So, ich hatte ja heute schon erzählt am Sonntag, dass die Mülltonnen wieder so übervoll sind. Sie sehen da übrigens irgendeinen roten Beutel. Das ist wieder sehr komisch, weil wir haben ja auch rote an unsere Shopper, aber damit wir Signalrot haben, damit keiner sagt, dass man uns nicht überfährt, dass man uns nicht gesehen hat und uns dann überfährt. Sie sehen, dass die Miesbach, die lässt diese Tonnen nicht abfahren und hat da ja diesen Aushang. Und die sind dann voll und dann schmeißt sie das da alles rein und sie können sich gar nicht vorstellen, wie das schon stinkt. Ne? Das macht man natürlich mit Absicht und hier kommt natürlich auch immer mehr zu. Und sehen Sie wieder diese Glasscheibe, die da einfach steht. Das ist übrigens wieder diese Maglite, ne? Oder wie heißt das Licht? Wie heißt die Taschenlampe? Die uns übrigens runtergefallen ist und nicht korrigiert ist. Und ich glaube 2008 ist uns runtergefallen, also schon über 3 Jahre. Und korrigiert nicht und Glas ist nicht kaputt gegangen. Also die ist wirklich nicht tot zu kriegen. Und natürlich hat sie das volle Gewicht der Batterien gehabt. Ne? 4 Batterien, ich meine, die sind ja auch nicht leicht. Übrigens haben wir Duracell genommen und das sind noch die ersten Duracell, die wir drin haben. Ne? Natürlich ist es nur unser Reservelicht. Also das ist unwahrscheinlich. Und wir haben sie 2005 gekauft. Also hat das wirklich die Duracell-Batterie so lange durchgehalten. 7 Jahre, wie es draufsteht. Ich glaube, geht sogar bis 2013, also ist unwahrscheinlich. Also Sie sehen wieder wie immer, ne? Also wir werden unseren Müll auch nicht los. Wir dachten, da passiert noch was. Ne? Naja, das ist doch alles kein Zufall. Und das stinkt, das kann man sich nicht vorstellen. Dann kommen natürlich Ratten und alles und das ist unmöglich. Das wird mit voller Absicht gemacht. Kleiner Nebenkriegsschauplatz. Schauen Sie sich mal an, was der für einen guten Schein hat, ne? Super. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.